Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Ja, ein Quartiermeister war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte stählerne Schatten machen. So. Einfach weil es jetzt gerade so aktuell ist und bestimmt eine lustige Quest. Und was Großes. Weiß immer nicht, was man bei diesem Ladebildschirm sagen soll. Das ist so schrecklich, ne? Oh, Menschenskinder. Dach, da ist ja wirklich ein Vertibel auf dem Dach. Jetzt muss ich kurz überlegen. Habe ich beide Quests ausgewählt? Nein. Okay, weil ich dachte gerade, ich hätte zwei Quests gleichzeitig. Das passiert manchmal schließlich. Gut, dass Dances Trupp uns das Signal geschickt hat. Sonst wären sie jetzt auf sich allein gestellt. Ah. Ich würde sagen, es geht los, ne? Ja. Ach, nett. Geil. So ist das geil. Finnegan vor dir, geladen und feuerbereit. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutze sie, verstanden? Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Alter, Leute, was ist das denn für eine geile Sache gerade? Alter, mit dem Wort. Ja, wir wissen ja alle, dass ich die Schlüsselfigur da drin sein werde. Wow! Oh, es ist ein bisschen übertrieben. Würde unsere Sache unterstützen. Geil. Die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Sie verstehen nicht, dass die stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwingt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht und ich werde gern mein Leben geben, wenn es uns den Sieg bringt. Ja, das ist wirklich übertrieben geil gerade hier. Da unten ist die Stille auf dem Flughafen. Fridman sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kells auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Was ist das denn? Was macht denn das Schiff da auf den Häusern? Warum ist das denn so geil? Und ist das der Boston Logan, auf dem wir zufliegen? So ist doch der Flughafen, dieses Schiff. Alter, ich bin gerade so übertrieben. Das ist. Oh, das ist so geil. Was ist denn da unten los? Flughafen. Boston. Alter. Ich sehe hier zwar keinen Flughafen, aber das. Warte, ist das der Flughafen? Das ist doch kein Flughafen. Wo sind die Landebahnen? Oder ist sie hier unter Wasser? Da ist sie.
Okay, Soldat. Das ist der Moment, in dem sich alles ändern wird. Ich hoffe, du bist bereit. Hoffen wir's. Fuck, wenn der Flughafen wirklich der Bruderschaft gehört, dann haben wir den Krieg doch schon gewonnen. Ist das alles richtig so? Wow. Also, weißt du, ich bin im Kopf nochmal diese Unterhaltung durchgegangen, als ich dir mehr oder weniger sagte, dass du mein einziger Freund bist. Hat sich das verrückt angehört? Nein. Nein, ich habe mich sehr darüber gefreut. Du weißt einfach immer, was du sagen musst, nicht wahr? Es ist einfach nur lange her, dass ich jemanden wie dich hatte. Verdammt, vielleicht hatte ich das sogar noch nie. Ich wollte nur Danke sagen. Ich glaube nicht, dass man sich einen besseren Freund wünschen kann. Wir sind hier auf dieser Scheiß, auf dem Scheiß-Luftschiff. Und dann... Hört sich für mich an, als wärst du an mehr als nur einer Freundschaft interessiert. Oh, ich... Lou, ich weiß einfach nicht, ob ich in meinem Leben derzeit Platz für Romantik habe. Vielleicht sollten wir fürs Erste Freunde bleiben. Abwarten, wie sich alles entwickelt. Also, was meinst du? Sollen wir aufbrechen? Friendzone! Nice. Der übertreibt doch mal nicht. Alter, warum ist das denn so geil? Wir sind hier scheiße, Mann. Wir kommen wir auf einnehmen, ist doch kein Problem mit diesen Dingen. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe ihn im Feld zum Anwärter befördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pridwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Für den Sieg. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Ha! Und wie sieht ein Soldat aus? Das Äußere kann täuschen. Und genau das ist der Grund, weshalb ich jeden Rekruten persönlich begutachte, der an Bord dieses Schiffs kommt. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Absolut. Absolut. Gut, das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxim mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Ältester Maxim? Kannst du mir mehr über Ältester Maxim sagen? Ältester Maxim ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Das baut ja wirklich auf Fallout 3 auf. Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxim dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxim anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Nein. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Sir! Alter, das ist so geil hier! Das ist so übertrieben!
Was ist das denn? Eine Schachtel Zigaretten. Na gut. Guck dir an, wie viele Vertibirds auch hier wieder dran sind. Also zwei. Wenn da das ist, wo ich hin muss, gehe ich natürlich erst das andere wieder angucken. Was ist das hier? Brennstoff. Ein Tischventilator. Das Ding ist besser erhalten als erwartet. Ja. Es war alles mitnehmen, alles necken. Das ist so ein übertriebenes Schiff. Entschuldigung? Dieser Bereich steht unter unserem Schutz. Ja. Ich wollte mir gerade noch mal angucken. Die Ventilatoren, ne? Das sind wegen Schrauben. Okay, gut. Ja, dann. Das Kommandodeck der Priden. Alter, übertreib doch mal bitte nicht so sehr. Okay, right away. Die haben ja auch richtig nette Sachen, sage ich mal. Oh, oh, das sind Spinde. Was ist denn eine Homeplate? Kann ich da rein? Das Poison Vordeck. Achso, das ist der Durchgang. Ich würde halt nur gerne wissen, mit was das betrieben wird. Das ist entweder ist das ein klassischer Zeppelin, also mit Helium oder Wasserstoff, je nachdem, oder einem anderen leichten Edelgas. Oder halt, das wird wie ein VTOL betrieben, aber das müsste ja viel lauter und extremst stromaufwendig sein. Oder ein Handtrieb, den ich nicht kenne. Eine Haarklammer war das. Hallo. Hallo. Ich gebe gern mein Leben, wenn dadurch eine Wiederholung der Apokalypse verhindert wird. Ja dann. Jui. Wir können das Schiff leider nicht steuern, das wäre zu geil. Was ist das? Das Hauptdeck der Priden. Priden ist also, das ist ein gut gewählter Name, ne? Also Stolz und der Priden, also der das Hauptdeck der Stolzen. Wie ist der Status? Alles auf Grün, Sir. Nichts Neues. Gut, weitermachen, Ritter. Ja. Richtig. Ich will einfach wissen, was wir hier haben. Woran wir hier sind und was ich hier alles snacken kann. Nach einem Ventilator. Captain Kells Terminal. Ja, lesen wir doch mal die E-Mails einfach. Von ältester Maxen an. Lancer Captain Kells. Captain, ich will, dass Sie die Poiden bereit für den Abflug machen. Archivar Nox hat die Analyse der Gewinn-Energiewerte beendet, die wir von Paladin Dennis Erkundungsteam erhalten haben. Und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie vom Institut stammen müssen. Nox ist sich sicher, dass diese Energiewerte nur künstlich erzeugt werden können und das auch nur mit sehr fortschrittlicher Technologie. Aufgrund der Frequenz der Werte gehen wir davon aus, dass sie von einer Maschine oder Waffe stammen und wir müssen daher schnellstmöglich in Richtung Commonwealth aufbrechen. Ich weiß nicht, was mit was für einen finsteren Plan das Institut die Welt bedrohen will. Aber ich werde ganz sicher nicht tatenlos dabei zu sehen, wie sie ihn umsetzen. Von Ingram. Von Proctor Ingram an Lancer Captain Kells. Alle Stationen melden Bereitschaft und das gesamte Personal ist an Bord der Priden. Ich habe sie nochmal vom Bug bis zum Heck geprüft und sie ist bereit für die Reise. Bei allem nötigen Respekt. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich wüsste, wohin wir genau fliegen. Es ist schwierig, das Schiff richtig vorzubereiten, wenn ich nicht weiß, über welche Gebiete wir fliegen. Mir ist klar, dass es nach Norden geht, aber wie weit werden wir fliegen? Und was wird uns dort erwarten, Captain? Ja. Kate. Von Ritter Kate an Lancer Kells. Wie gewünscht, stelle ich Ihnen meine Einschätzung zu Proctor Ingrams Einsatzfähigkeit im Feld. Meiner Meinung nach ist Ingram voll und ganz geeignet für Einsätze im Feld und wäre eine Bereicherung für jedes Team, das das Glück hat, sie dabei zu haben. Bevor die Priden das Ödland der Hauptstadt verlassen hat, habe ich hier 6 Monate lang bei der Entwicklung der Power-Rüstung Gestells geholfen, mit dem sie ihre Mobilität verbessern wollte. Sie hat hart mit dieser Rüstung trainiert und ist mehr als geeignet für ihren Einsatz mit unseren Bodentruppen. Ich behandle sie seit 2 Jahrzehnten mit Verwundeten. Ich behandle seit fast zwei Jahrzehnten verwundete Soldaten und habe noch keinen gesehen, der derart entschlossen und pflichtbewusst ist wie Ingram. Sie auf dem Schiff zu lassen wäre eine Ressourcenverschwendung und eine echte Schande. Was haben wir hier noch liegen?
von Proctor Teagan. Jetzt, da wir das Commonwealth erreicht haben, würde ich gerne Handelsbezeichnungen mit den Beziehungen mit den Bewohnern aufbauen. Dazu brauche ich einen Bergungstrupp und einen unserer Vertibirds. Es gibt mehrere Karawanen im Commonwealth. Wir werden diese Vertibirds nutzen, um sie ausfindig zu machen. Sollte eine der Karawanen angegriffen werden, gehen wir rein und helfen ihnen. Dann wissen sie, dass wir ihr freundliches Auge am Himmel sind. Da man einen solchen Schutz von Söldnern nicht bekommen kann, werden uns die Händler mit Sicherheit gute Preise bieten. Ich habe die gleiche Taktik im Ödland der Hauptstadt angewandt und sie hat bestens funktioniert. Hier draußen mit der Bedrohung durch das Institut im Nacken werden uns die Händler aus der Hand fressen. Ja. Ist natürlich auch eine Strategie. Was haben wir hier? Hier darf ich nichts mitnehmen. Auch interessant. Oh, ach, das ist ältester Maxen. Oh. Dringliche Mitteilung an den ältesten Maxen von Lancer Kautz. Wir haben einige erschreckende Neuigkeiten über einen Anstieg der Supermutantenaktivität nahe des Commonwealth erhalten. Paladin Hudson hat sich freiwillig gemeldet, der Sache allein nachzugehen. Diese Mission wird den Paladin tief in feindliches Gebiet führen. Er wird also sämtliche Unterstützung brauchen, die wir aufbringen können. Ich lasse Teagan Paladin Hudson einen ausreichenden Vorrat an Munition mitgeben und Ingwin soll prüfen, ob seine Powerrüstung einwandfrei und funktioniert. Ich stelle Paladin Hudson außerdem einer unserer bewaffneten Vertibirds zur Verfügung. Ich lasse die Maschine alles sofort startklar machen. Sobald alles bereit ist, treffen wir uns gemeinsam mit Paladin Hudson auf dem Flugdeck, damit wir ihn anständig verabschieden können. Ich betone nochmals, wie gefährlich diese Mission werden wird. Es ist also unerlässlich, dass wir dem Paladin jedwede Unterstützung zukommen lassen. Joa. Wieder an den Altes Maxen. Wie gewünscht sende ich Ihnen sämtliche Informationen zum Aufklärungsteam Artemis. Laut den Aufzeichnungen haben wir das Team vor etwa 3 Jahren ins Commonwealth geschickt, um eine Standarderkundung mit durchzuführen, beginnend mit dem Gebiet um Malden. Wir haben einige Berichte des Teams erhalten, dann riss der Kontakt auf einmal ab. Nichts in Ihren Mitteilungen ließ auf etwas Ungewöhnliches schließen. Daher gehen wir davon aus, dass Sie entweder keine Nachricht mehr schicken konnten oder getötet wurden. Das Team bestand aus 7 Soldaten, angeführt von Paladin Brandis. Sie hatten also ausreichend Feuerkraft und Erfahrung, um eine solche Erkundungsmission zu überstehen. Ich habe mehrere Erkundungsteams losgesteckt, um Artemis ausfindig zu machen, aber bisher ohne Ergebnis. Sorgen über die Priden. Wie Sie wissen, hat mein Team die alte Energiequelle der Priden gegen die verbesserten Fusionsreaktor ausgetauscht. Ach, jetzt wissen wir auch, wie das betrieben wird. Den wir aus dem alten Flugzeugträger geholt haben, damit die Priden das Commonwealth schnell erreicht. Ich konnte den neuen Reaktor zwar auf fast 100% Effizienz bringen, das System verbrauchte aber mehr Kühlmittel als erwartet. Jetzt, wo wir über den Flughafen festgemacht haben, konnte ich die Haupttriebwerke abschalten, aber selbst durch das Schweben verbrauchen wir noch Kühlmittel. Irgendwann werden also alle unsere Vorräte an Kühlmittel aufgebraucht sein. Dann müssen wir die Priden landen. Ich brauche dringend Ihre Hilfe, wenn wir das verhindern wollen. Weitere Details präsentiere ich Ihnen dann bei der nächsten Lagebesprechung. Oh, oh, oh. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Mission, eine Quest, wo wir Kühlmittel besorgen sollen. Das wäre auch mal was. Wie gewünscht, sende ich Ihnen meine Einschätzung zu... Hatte ich doch schon mal. Panzerte Jacke. Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass wir die Arbeit an der Panzerungseinlagen für Ihre Jacke beendet haben. Ich schicke gerne einen Gelehrten nach oben, um die Jacke abzuholen. Die Panzerung ist recht stark, aber ich denke, Sie werden vor allem schätzen wissen, wie leicht die Jacke sein wird, wenn wir die Anpassung vorgenommen haben. Ich habe die Panzerung ausgiebig getestet. Sie sollte vor verschiedenen Arten von Energiewaffen und von den meisten ballistischen Geschossen schützen. Tragen Sie sie einige Tage und lassen Sie mich dann wissen, ob die Jacke bequem sitzt oder ich noch weitere Anpassungen vornehmen soll. Aha. Aha, aha. Waffe. Kristall? Da war irgendwas mit Kristall. Achso, Dekantern. Ich dachte schon, irgendwas Specialiges. Da brauche ich den Schlüssel. Schade. Was ist das denn? Ach, das ist eine echte Katze! Miau! Eieieiei. Position Hardware Town. Ehemaliges Ladengeschäft. Enthält sehr wahrscheinlich brauchbaren Schrott oder Rohstoffe. Wer wird jetzt zuletzt von Raidern bewohnt? Vorsichtig vorgehen. Raider könnten ebenfalls Munition oder Waffen lagern. Sämtliche Bergungstrupps sollten von dort retten, was sie finden können. Jo. Vault-Tech Vault 75. Vault-Tech hat ein Vault im Keller der Malden Middle School gefunden. Die Daten legen nahe, dass im Vault Experimente an Kindern durchgeführt wurde, aber genaueres wurde aus allen Aufzeichnungen gestrichen. Möchte möglichst viele Daten von dieser Position bergen, außerdem alle technologischen Artefakte, die sich dort befinden, möglicherweise befinden.
Roboterentsorgungsgelände. Schrottplatz übersät mit Überbleibsel von Vorkriegsrobotern. Aufklärer melden einen Wachbord, möglicherweise Militärstandard, der brauchbar aussieht. Position bietet wahrscheinlich Ersatzteile oder elektronisches Material. AADTSL Regionalbüro. Die Position war früher ein Büro des Amts für Alkohol, Drogen, Tabak, Schusswaffen und Laser. Laut den Daten können die Asservatenschränke vor Ort wertvolle Waffen und andere nützliche Gegenstände erhalten. Achtung, Aufklärer haben Wayland dagegen gesichtet. Die General Atomics Fabrik. Huch, Pfadfinder. Die Fabrik dient der Herstellung der Reparatur- und Miss-Nanny-Robotern. Die Position enthält vermutlich technologische Artefakte und oder Dokumente sowie Ersatzteile, die Protektor irgendwo gebrauchen könnte. Hohe Wahrscheinlichkeit automatisierte Sicherheitssysteme, also vorsichtig vorgehen. Interne Mails der Poiden. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Nachrichten schon mal gelesen. Der Aufstieg von Elcestar Maxon. Oha. Einleitung. Diese Einträge sind mein Versuch, eine chronologische Abfolge des Aufstiegs von Elcestar Maxon durch die Ränge der Bruderschaft zu erstellen. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass diese Einträge eines Tages im klassischen Buchformat gedruckt und im Ödlein verteilt werden. Lang lebe Elcestar Maxon und lang lebe die Bruderschaft. Hintergrund. Trotz des Sieges über die Enklave im Ödland der Hauptstadt war die Schelende Bruderschaft noch immer eine gespaltene Organisation. Die Ausgestoßenen, eine Splittergruppe, die Sicherheit der Zitadelle verlassen hatte, tat sich noch immer schwer, getrennt vom Rest der Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt zu überleben. Und obwohl einige der Mitglieder innerhalb der Zitadelle eine Wiedervereinigung mit ihren entbehrten Brüdern und Schwestern nicht erstrebten, sahen viele doch den Vorteil darin, ihre Reihen mit Kriegern zu füllen, die bereits von der Schelenden Bruderschaft ausgebildet und indoktriniert waren. Arthur Maxon, der Nachkomme von Roger Maxon, dem Gründer der Stählernen Bruderschaft, begann seine Karriere als Knappe von Owen und Sarah Lyons. Nach dem Tod von ältester Owen Lyons diente der junge Arthur Maxon Sarah Lyons, Owens Tochter, die die Nachfolge ihres Vaters antrat. Als Sarah jedoch kurz darauf im Kampf fiel, wurde die Sache kompliziert. Die Stählerne Bruderschaft mit Sitz in der Zitadelle brauchte dringend einen neuen Anführer und fing an, einen ineffektiven Ältesten nach dem anderen zu ernennen. Jahre vergingen und mit steigendem Alter wurden auch die Taten von Arthur Maxon immer beeindruckender. Mit 12 Jahren tötete er auf einer Ausbildungspatrouille 2 Vader und rettete den Trupp, der ihn eigentlich beschützen sollte. Mit 13 Jahren erledigte er eigenhändig eine Todeskralle, die ihm eine große Narbe im Gesicht verpasste, die er noch bis heute trägt. Aber zum Helden machte ihn im Alter von 15 Jahren sein Sieg über den Supermutanten Shepard, der versucht hatte, die Supermutanten des Ödlands, der Hauptstadt, neu zu formieren. Als die Kunde dieser Tat die Ältesten an der Westküste erreichte, wusste diese, dass die Zeit gekommen war. Maxon war bereit, die zersplitterten Truppen der stählernen Bruderschaft in der Ostküste zu führen und wichtiger, sie wieder zu einen. Und so geschah es ein Jahr später, als er gerade 16 Jahre alt war, dass Arthur Maxon einen Frieden mit den Ausgestoßenen verhandelte. Im Zuge dessen diese wieder in die stählerne Bruderschaft integriert wurden. So bewies er nicht nur sein Geschick als Krieger, sondern auch als Diplomat. Die so vereinte stählerne Bruderschaft ernannte Arthur Maxon zum Ältesten, dem Jüngsten in der Geschichte der stählerne Bruderschaft. Ältester Maxon ist Alleinherrscher über das Ödland der Hauptstadt und er gewinnt auch an der Ostküste des Landes an Autorität und Einfluss, nicht zuletzt aufgrund der Mobilität, die ihm die Poiden verleiht. Er genießt die volle Unterstützung der Ältesten an der Westküste, die mit Stolz melden, dass sie mit der Auslöschung von neuerdings entstehenden Kulten beginnen. Die Maxon verehren, als wäre er eine Art Gott. Maxon selbst ist beinahe beleidigt von der Vorstellung, als Gottheit verehrt zu werden, da das sämtlichen seiner Grundsätzen widerspricht. Arthur Maxon ist auf eins besonders stolz, dass er das perfekte menschliche Wesen ist, ein Beispiel für alles, was ein Mensch erreichen kann. Obwohl er von moderner Technologie unterstützt wird, ja sogar verbessert wird, ist er immer noch durch und durch ein Mensch. Ja, das ist eine ziemliche Lobhudelei. Löschbare Aufzeichnung von Quinlan. Wird übrigens eine Überlängefolge. Nochmal, Gelehrte. Ich habe dir doch gesagt, dass ich keine Eselsohren will. Die Ausgaben sollten in makelloser Qualität sein. Tut mir leid, Proktor. Aber das ist die einzige limitierte Sonderausgabe, die wir finden konnten. Schon vor den Bomben war das die seltenste Ausgabe. Die, in der Grognak stirbt und wieder zum Leben erwacht.
Ja, Gelehrte, ich kenne den Underlane-Preisführer von 2076 in- und auswendig. Ich bin mir des früheren Wertes wohl bewusst. Der Fehler für diese Travestie lastet allein auf deinen Schultern, weil du die wichtige Lektion ignoriert hast, die ich dich gelehrt habe. Also, wie lautet sie? Immer in stabilen Karton eintüten. Tut mir leid, du hast absolut recht und ich verspreche, dass das nie mehr... Was bedeutet das blinkende rote Licht da auf deinem Terminal? Was? Oh, verdammt nochmal! Ich habe den Aufnahmemodus angelassen. Warte kurz. Ja. Und dahin ist direkt... Wo war's hier? Ist noch ein Bericht. Medizinischer Bericht, Aufzeichnung durch Ritter Captain Kate. Ich arbeite eng mit Gelehrter Neuriah zusammen an der Untersuchung einiger Synth-Leichen, die unsere Erkundungsteams geborgen haben. Auch wenn wir noch keinen der Synths geborgen haben, die vollständig menschlich aussehen, sind diese früheren Modelle dennoch erstaunlich ausgereift. Es wird immer deutlicher, dass das Institut der technologisch am weitesten fortgeschrittene Feind ist, mit dem wir es je zu tun hatten und daher extrem gefährlich ist. Ich habe alle meine Daten an Lancer Captain Kells übermittelt, zusammen mit meiner Empfehlung, effektive Gegenmaßnahmen gegen diese Synths zu entwickeln. Leider bin ich mir nicht sicher, wie viel das bringen wird, angesichts der Tatsache, dass der echte Feind die Synths sind, die sich womöglich in unserer Mitte verstecken. Die Synchronstimme war, weiß ich, einer der Anwälte aus The Social Network, einer meiner Lieblingssynchronstimmen. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich habe die schon in mehreren Spielen jetzt gehört. Ich finde die richtig gut, die Stimme. Ich lese mir die hier gerade noch so durch. Ah. Einer ist verstorben. Oh, Patient mit schweren Verletzungen infolge einer atomaren Explosion aus dem Einsatz zurückgekehrt. Na gut. Okay. Patient leidet unter Verfärbung, Ausschlag und Pusteln, radioaktiven Spuren. Symptome passen zu durch von Ghoulen sexuell übertragbare Krankheit. Igitt. Entschuldigung, Captain Kate. Solltest du nicht bei Ältester Maxon sein? Ach, das ist die Stimme. Haha. Das ist ja der Kerl. Stimmt. Entschuldigung, Proctor Quinlan. Ich habe jetzt keine Zeit zum Reden. Ich bereite mich darauf vor, Maxons Ansprache aufzunehmen. Und wie sah es da draußen aus? Wir haben viel Arbeit vor uns, Bruder. Hm. Ja, das würde ich allerdings auch behaupten. Wir sind zwar schon... Wir haben zwar schon was, aber... viel Arbeit haben wir trotzdem noch. Oh, versuch's mal. Nichts. Ich sollte vor 10 Minuten Bericht erstatten. Wenn du es nicht reparieren kannst. Ich kann. Du musstest ja unbedingt den Meyerlock wegtreten. Geschafft. So, funktioniert. Danke, Bruder. Ich schulde dir was. Jo. Boah, hier sind so geile Sachen, die ich alle mitnehmen kann. Vor allem das ganze Aluminium. Das finde ich gut. Klebeband. Was? Flansch. So, Schmortopf. Was? Ein Brettspiel. Da ist wahrscheinlich Blei drin. Eine Seife mit Öl. Das Hauptdeck ist bis nach der Ansprache gesperrt, Anwärter. Verdammte wilde Ghule. Strahlung hat einen echt kranken Sinn für Humor. Ja. Noch ein paar OP-Tablets. Na. Proctor Ingrams Terminal auch noch. Also wird richtig Überlänge. Ja. Ach komm, haben wir alles schon gelesen. Den Ventilator nehme ich noch mit. Wir brauchen hier schließlich Schrauben. Eine Aluminiumdose. Aha. Rüstungsdinge. Zu gut geschützt. Schade. Ist es zu fassen, dass Sünds Entschuldigung, Proctor Tegan. Was machst du hier? Ersetzen? Merkst du, dass Ansprache übel. Findet auf dem Kommandodeck statt? Ja. Gut. Was ist? Ich will aber noch gucken, was hier ist. Alter, das wird ja mal geiler. Ein Freizeitterminal.
Jeder kann dieses Terminal gerne zur Entspannung nutzen. Ich habe es von Mainframe der Point getrennt, aber wenn es zweckentfremdet wird, schalte ich Sauerstoff. Wer ein Problem damit hat, kann es für sich behalten. Ingrim hat mir vom Freizeitbereich unter dem Hauptdeck erzählt. Ich habe ein paar Flaschen Schnaps und ein paar Zigaretten beigesteuert, aber meine Vorräte sind nicht endlos. Wenn ihr Nachschub braucht, können wir gerne über einen Tauschhandel reden. Aha. Wenn jemand Bock hat, organisiere ich eine kleine, höchst inoffizielle nächtliche Jagd auf wilde Ghule. Scheiß auf die Sins. Die Ghule sind widerlich und wir müssen sie dezimieren, bevor sie das ganze Commonwealth verseuchen. Bin mir ja ziemlich sicher, dass wir mit dem Krater in Cambridge anfangen können. Wer Interesse hat, kommt zu mir. Boah, Delacroix. Klingt immer wie eine Pornodarstellerin für mich. McLaren hat seinen Anzug geschrottet, als er versuchte, vom Trinity Tower zu springen. Also gehörte der Rekord noch immer Patrice mit seinem Sprung von der Poiden. Denkt daran, keine Watts für die Beinrichtung. Es muss ein sauberer Sprung mit dem normalen C60 sein. Und ihr müsst danach selbstständig weggehen können. Keine Ausnahmen. Ich weiß nicht mehr, wer danach gefragt hat, aber jemand suchte Meyerlock-Eier. Auf meiner letzten Streife sah ich im Neponset Park ein paar Nester, aber dank Kells durfte ich tonnenweise Ausrüstung schleppen. Wenn du Eier suchst, könntest du da draußen sich ein paar finden. Ja, eine Quantum. Nice. Das ist bestimmt voll selten. So. Wie wird das Ding jetzt betrieben? Ich habe da immer noch keine Lösung für. Für immer verborgen. Ja. Hauptmann Ingrim wollte den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe? Den Abschaum des Commonwealth zu verschonen, kann tödlich enden. Huch! Lag alles zusammen? Glaub mir, das würdest du mitkriegen. Gut. Terminal für ausgehende Mails. Unwichtig. Weißt du, was eine 5 Kilo Kakerlake mit einem Auftriebsregulator macht? Kann's mir vorstellen. Komm mir nicht so. Soll das größte Kriegsschiff der Bruderschaft von Kevin. Aha, aha. Ist da wieder das Pride-Vorschiff? Schön, dass es länger dauert, aber ich will das Schiff halt erkunden. Ja. Hier hat man einen perfekten Blick auf die Welt und ein Scharfschützending. Oh, super. Ja. Ja, nice. Wenn es das Vorschiff gibt, gibt es dann bestimmt auch das Hinterschiff, oder? Ja, ja. Danke, Schwester. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir kommen. Diese Kackausdauer. Da ist der Kern. So. Jetzt können wir uns aber langsam wirklich zur Rede begeben. In 30 Minuten, da sind wir wieder eine ordentliche Überlänge. Muss hier irgendwo hoch. Hä? Ach so. So, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dann.